Hallo Melanie, bin der Stefan. Habe eine kurze Frage an dich. Und zwar hat mich interessiert, wie du das siehst, dass man in Langzeitpflegeeinrichtungen immer mehr und mehr Personen mit psychiatrischen Diagnosen bekommen und was das für die Zukunft, für den Umgang mit solchen Bewohnern bedeutet, wie du das siehst, wie man am besten das Pflegepersonal darauf schult. Und ja, danke für deine Antwort. Lieber Stefan, danke für dein Video und deine Fragen. Mir ist da gleich etwas aufgefallen. Du sprichst von Personen mit psychiatrischen Diagnosen. Und zu diesem Thema möchte ich gern gleich etwas sagen. Ich glaube gar nicht, dass sich das Verhalten der Menschheit so enorm verändert hat. Wenn man bedenkt, dass es pro Jahr nicht nur aus dem psychiatrischen Bereich, sondern generell 300 Diagnosen mehr gibt, dann bedeutet es ja auch, dass man für immer mehr Ausdrucksweisen unseres Körpers oder unserer Psyche eine Bezeichnung gefunden hat. Und da stelle ich mir die Frage, was macht denn eine Diagnose mit mir? Eine Diagnose bedeutet, dass etwas an mir nicht stimmt. Mir fällt auf, so in den letzten Jahrzehnten, dass man immer mehr Ausdrucksweisen, psychische Ausdrucksweisen als krank bezeichnet, wo man vielleicht früher dieses Trauerjahr, nachdem man seinen Partner verloren hat, das ganz normal war, dass man wirklich ein Jahr lang getrauert hat, hast jetzt plötzlich, wenn du nach 3 Monaten noch trauerst, dann ist das pathologisch. Das heißt, dass es uns in unseren Ausdrucksweisen sicher beeinträchtigt, wenn wir uns in irgendeine Richtung, sei es in eine positive oder in eine negative, wenn wir da extreme Gefühle haben. Und so denke ich, gibt es allein deshalb schon einmal mehr Personen, wie du sagst, mit psychiatrischen Diagnosen. Also ich möchte sagen, Menschen mit psychiatrischen Diagnosen. Und dadurch kommen natürlich mehr Menschen mit psychiatrischen Diagnosen letztendlich auf die Pflegestationen. Es hat allerdings immer schon sehr anspruchsvolle Bewohner und Bewohnerinnen gegeben auf unseren Stationen. Und die Pflege hat immer schon sehr viel auf der menschlichen Ebene lernen und erfahren dürfen und sich immer schon viel überlegen müssen, um gut mit den Patienten und Bewohnern umzugehen. Jetzt komme ich nochmal zurück auf diese psychiatrischen Diagnosen. Wenn ich jetzt vergleiche Menschen, die offensichtlich eine psychiatrische Diagnose haben, die vielleicht irgendwann einmal gekriegt haben, aber niemals diese sogenannte Krankheitseinsicht mitgebracht haben, die leben ihr Leben selbstständig zu Hause, lassen sich von niemandem was sagen oder begleiten oder betreuen, nehmen keine Medikamente. Und bei diesen habe ich oft wahrgenommen, dass die tatsächlich bis ins hohe Alter allein leben und zurechtkommen und erst wenn sie dann wirklich 80 sind, 85, körperlich gebrechlich sind, ins Pflegeheim kommen. Wobei Menschen, die schon sehr jung, als Jugendliche oder als junge Erwachsene diese Diagnosen annehmen und sich dann auch diese Hilfe holen, jetzt von Psychiatrien, Psychiatern, Psychopharmaka dann auch regelmäßig einnehmen, da ist mir auffallen, dass diese häufig in eine Opferhaltung gehen und das Gefühl haben, ich habe ja diese Krankheit, ich kann da selber nichts verändern. Und diese Opferhaltung, die macht was mit uns. Die macht uns vor allem passiv. Also wir gehen in die annehmende Rolle und liefern uns aus. Und das ist teilweise fast eine erlernte Hilflosigkeit, die sich dann auf viele Lebensbereiche ausweitet. Weil nur weil ich psychisch in Krisen oft bin und nicht zurechtkomme, heißt es ja nicht, dass ich mir nicht mein Essen kochen kann oder dass ich nicht einen Spaziergang machen kann oder mit Geld umgehen kann. Es ist ja eine Diagnose, paranoide Schizophrenie hat nichts mit der Intelligenz zu tun. Und mir fällt aber auf, dass diese Menschen, auch wenn sie intelligent sein, plötzlich
vieles abgeben. Und das macht eventuell, ist vielleicht ein Aspekt, auch aus, dass diese Menschen dann im Durchschnittsalter früher, also wirklich um 20 Jahre früher, auf Pflegestationen kommen. Was dann natürlich schon eine Schwierigkeit oft ist, weil es einen Altersunterschied gibt zwischen den hiesigen Bewohnern und den Menschen mit psychiatrischer Diagnose. Hinzu kommt, dass immer noch sehr viele Vorurteile gegenüber diesen Menschen bestehen. Also ich möchte jetzt in diesem Video vor allem Menschen, also über Menschen sprechen mit aus dem paranoiden, also aus dem schizophrenen Formenkreis, dann mit Zwangserkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, dann vielleicht aus dem neurologischen Bereich, Morbus Parkinson oder auch Chorea-Huntington. Es gibt diesen großen Kreis Suchterkrankungen, da möchte ich allerdings gerne eigene Videos dazu machen. Jetzt ist natürlich wichtig für das Team, dass man mal, wir sind meistens Pflegeassistenten, Pflegefachassistenten, allgemeine Diplompfleger und es gibt psychiatrische Krankenpfleger, was aber der kleinste Teil ist. Das heißt, in den herkömmlichen Ausbildungen hat man ein bisschen Psychiatrie, psychiatrische Erkrankungen, aber bestimmt nicht ausreichend, um das wirklich voll inhaltlich zu verstehen. Das heißt natürlich, dass man schon auf den Stationen das auch fördern soll, dass wir diese Fort- und Weiterbildungen machen in diesen Bereichen, um mal generell diese Krankheiten, Erkrankungen zu verstehen. Das alleine hilft allerdings gar nichts. Das alleine kann auch oft bewirken, dass ich diesen Menschen einen Stempel aufsetze und sage, naja, paranoide Schizophrenie, eh klar, kann sich nur so verhalten, kann nur diesen Ausdruck haben. Und dass ich darüber hinaus oft übersehe, den Menschen wahrzunehmen, also diesen Menschen. Und von mir ist also für mich war immer sehr wichtig, dass ich immer versuche, mit dem Menschen zu sprechen und nicht mit der Diagnose. Und natürlich habe ich auch sehr viele Praktika gehabt auf Psychiatrien und bin teilweise schon ein bisschen entsetzt gewesen. Jetzt kommt meine Katze. Kommst du, Nala? Kommst du? Komm her. Jeder Mensch ist ein Individuum und jeder hat einen eigenen, einzigartigen Ausdruck seiner psychischen Krise. Bei jeder hat eine andere Ausprägung und jeder hat einen anderen Anteil von Erkrankung. Und so ist es immer für mich ganz wichtig, dass ich die gesunden Anteile dieses Menschen wahrnehme und aufspüre und mit diesen gesunden Anteilen kommuniziere. Es ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir hier offen sind und offen sind wahrzunehmen und nicht mit Vorurteilen geprägt auf diese Menschen zugehen. Und es gibt da einen speziellen Punkt, wo ich glaube, dass der einen ganz großen Anteil daran hat, warum es viele Stationen so schwierig empfinden oder sagen, boah, das ist jetzt dieser Problemfall auf unserer Station, der alles durcheinander bringt. Manchmal heißt es, dass ein Bewohner eine ganze Station aufmischt. Ich formuliere das gern anders. Und zwar sage ich ganz gern, dass ein Bewohner einer ganzen Station etwas aufzeigt. Es ist so, dass sehr viele Stationen sehr strukturiert arbeiten, dass bestimmte Abläufe fixiert sein. Man hat bestimmte Bewohnergruppen, du machst Gruppe A, B, C, du hast jetzt in dieser Zeit diesen Job zu erledigen. Die Bewohner sollen in der Früh aus dem Bett, sollen ihr Mittagessen gemeinsam nehmen und sollen dann in einer bestimmten Zeit im Bett sein, damit der Nachtdienst dann seinen Tätigkeiten nachgehen kann, die auch sehr vorgegeben sein, dass er seine Nachtdienstkontrollen machen kann, Lagerungen und so weiter. Was diese Menschen mit psychischen Krisen oft mitbringen, ist, dass sie Zeiten haben, wo sie psychotisch sind, wo sie sehr agitiert sind, dass sie Zeiten haben, wo sie nicht schlafen können, Schlafstörungen, das heißt, sie wandern vielleicht die ganze Nacht umher, schlafen dann am Tag.
Mir fällt besonders auf, dass diese auf den Stationen oft einen gewünschten Rhythmus durcheinander bringen und das oft der Faktor ist, was dann stört, weil dieser Mensch sich nicht in das integriert. Und da kann man vielleicht als Station einmal anfangen, darüber nachzudenken, ob man da nicht ein bisschen offener wird in diesem Tagesablauf, ein bisschen angepasster an das Individuum. Statt diese alle Bewohner in dasselbe Schema integrieren zu wollen, es ihnen überstülpen zu wollen. Es gibt da so eine Formulierung, die heißt, Regeln einfordern eskaliert. Das heißt, wenn immer jetzt ein Bild, diese Bewohner müssen jetzt alle das und das und das machen in diesem Zeitraum, dann kann es passieren, dass da jemand sehr aggressiv reagiert. Und das wird dann oft so wahrgenommen, dieser Bewohner ist aggressiv. In Wahrheit ist dieser Bewohner reaktiv aggressiv. Und da ist eben unerlässlich und total wichtig, dass wir bereit sind, Fallbesprechungen zu machen, Supervisionen zu machen und mehr Verständnis dafür zu erhalten, was ist eigentlich mein Anteil, wenn ein Bewohner plötzlich diese aggressive Reaktion zeigt. Und wenn wir da offen sind, unsere Arbeitsweisen zu ändern, unsere Abläufe einmal zu hinterfragen, ob sie wirklich Sinn machen, dann kann man auch mit Menschen in psychiatrischen Krisen ein sehr gutes Auskommen finden. Und kommt raus aus dieser Überforderung. Überforderung tritt oft dann ein, wenn ich einen bestimmten Auftrag habe, etwas Bestimmtes zu erfüllen. Ich muss jetzt in dieser Zeit diesen und diesen Bewohner machen. Und dann will ein Bewohner zum Beispiel, ich soll jetzt den Bewohner duschen und der Bewohner sagt nein. Und ich habe vielleicht einen Druck von meiner Leitung, okay, ich muss den jetzt aber duschen. Und da kommt es dann oft dazu, dass es eskaliert, weil ich nicht mehr bei dem Bewohner bin und mit ihm darüber spreche, vielleicht einen Weg finde oder auch nicht und es dann akzeptiere, sondern weil ich mit aller Gewalt versuche, diesen Bewohner jetzt diese Pflegehandlung aufzuzwingen. Ich glaube nicht, dass die große Herausforderung diese Diagnosen sind, sondern dass die große Herausforderung ist, dass wir als Station bereit sind, neue Wege zu gehen, neu unsere Arbeitsweisen zu überdenken, um uns diesen neuen Gegebenheiten besser widmen zu können. Lieber Stefan, ich möchte dir gern sagen, es ist nicht immer alles so, wie es scheint und die Lösung ist auch nicht immer da, wo wir sie suchen. Wenn du von diesen Menschen mit psychiatrischen Diagnosen sprichst, dann denken wir oft, wie können wir denn dieses Problem lösen, anstatt uns selbst als Teil der Lösung zu betrachten. Ich habe vielleicht einen Aspekt nur zu wenig erwähnt, dass natürlich Unwissenheit oft Ängste schürt. Das ist dann natürlich sowohl bei uns Pflegern der Fall, sowie auch bei den Bewohnern. Und deswegen ist natürlich wichtig, das habe ich schon gesagt, dass man mal generell die Krankheitsbilder versteht, dass man sich vielleicht da ein bisschen mit der Geschichte des Patienten befasst. Und dass man in Supervisionen und Fallbesprechungen gemeinsam mal über seine Ängste und Sichtweisen spricht, um sich da gegenseitig unterstützen zu können. Was ich damit auch sagen will, lieber Stefan und ihr alle, die ihr das Video anschaut, ihr braucht keine Angst zu haben vor sich verändernden Situationen. Veränderung geht oft damit einher, unsere vertraute Zone zu verlassen zu müssen. Und das, was wir schon kennen, das gibt uns Sicherheit. Und das, was wir noch nicht kennen, macht uns unsicher. Vielleicht macht es uns auch neugierig, doch die meisten macht es unsicher. Und so halten wir oft am Gewohnten fest, wie zum Beispiel eine bestimmte Arbeitsweise, Arbeitsstruktur, weil uns das so Sicherheit gibt,
dass wir dabei aber übersehen, dass wenn wir selber etwas verändern würden, sich auch im Außen etwas zum Besseren wenden könnte. Eben ein neuer Bewohner mit neuen Herausforderungen passt nicht in unsere Arbeitsweise, in unser System. Jetzt können wir ihn ständig als Problemfall betrachten oder sagen, okay, wir öffnen unseren Blick, wir geben unsere Scheuklappen weg, wir geben das Gewohnte auf und schauen jetzt einfach, wie können wir neu mit dem umgehen? Wie können wir dem begegnen? Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch der, dass wir auch darauf schauen müssen, dass unsere Bewohner, die wir schon hier haben, keine Angst vor diesem neuen Mitbewohner haben. Und wenn wir selber dazu beitragen, dass Situationen eskalieren, aus Unwissenheit oder eben aus diesem starren Regeln einfordern, dann schüren wir ja auch in den anderen Bewohnern mehr Angst. Ich glaube, an diesem Punkt beende dieses Thema, obwohl es wirklich noch sehr, sehr, sehr viel Inhalte gibt, darüber zu sprechen. Aber mit der Zeit werde ich noch viele Videos machen, wo auch wieder Aspekte zu dieser Frage nochmal beleuchtet werden. Und ja, ich sage zu euch allen, danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass es euch inspiriert hat oder ein paar Fragen in euch einfach aufgeworfen hat oder euch dazu ermutigt, öfter zu hinterfragen oder das auch einmal mitzuteilen im Team, wenn man das Gefühl hat, dass vielleicht ein anderer Weg besser sein könnte. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, gerne bis zu meinem nächsten Impuls. Freue mich natürlich auf eure Fragen und wünsche euch alles Liebe, eure Mel.